So, und damit willkommen zurück zu Resident Evil Resistance, Leute. Da wären wir auch schon wieder. Und wir spielen heute vermutlich erstmal wieder Mastermind. Wobei, theoretisch müssen wir gar nicht Mastermind spielen. Ah, ich habe schon die Region gewechselt, weil ich Mastermind auch spielen will. Theoretisch kann man das halt alles inzwischen ja alles mit Survivor Quests machen. Man muss, glaube ich, gar nicht mehr Mastermind spielen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist. Einer hat einmal Vorratszombie erledigen, 15 mal Kreaturen auf dem Boden angreifen, einmal Ergebnis Rang B oder so erhalten. Ja, ich denke mal, es passt schon. Wir spielen auf jeden Fall mal mindestens eine Runde Mastermind, einfach mal zum Reinkommen. Und danach spielen wir vielleicht Survivor. Mal gucken. Theoretisch ist es heute ja auch Sonntag, also habe ich nicht allzu lange Zeit. Ah, ich hasse Sonntage. Sonntage sind doof. Die tun so, als wären sie nette, freie Tage, aber abends musst du trotzdem früh schlafen gehen, weil du montags raus musst. Das ist so typisch Sonntag. Ja. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Also, wie gesagt, spielen wir vermutlich danach ein bisschen zu einfach. Zwar macht mir eher am meisten Bock. Killer kann halt teilweise echt frustrierend sein. Wobei es halt auch besser geht, wenn man die Leute höher gelevelt hat. Müssen wir morgen überhaupt früh raus? Müssen wir nicht? Ich habe gelesen schon. Ich glaube, es gab eine E-Mail. Ich glaube schon. Soweit ich... Oder? Kann man nochmal gucken. Hä? Ich schau mal. Ich habe schon wieder sehr merkwürdige Sachen auch, by the way. Hey, 5 von 5. Das ist eine gute Frage. Da steht irgendwie nach Ansage, Schrägstrich Absprache. Hä? Ich bin sowas von geistig verwirrt gerade, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also um 9.45 Uhr, soweit ich das... Nee, doch. Müssen wir jedenfalls wach sein. Also mal gucken. Kein Plan. Kein Plan. Bin einfach nur noch geistig verwirrt. Was ist und was nicht, aber gut. Match gefunden als Mastermind. Es gäbe so ein paar coole Charaktere, die man noch höher leveln müsste. Ihn muss ich aber auch noch höher leveln. Das hat aber auch andere Gründe. Ich mach mal das hier. Es gab halt auch ein cooles Perk, was die Bewegungsgeschwindigkeit von meinen Kreaturen deutlich erhöht. Wenn ich das halt auch noch mitnehmen könnte, hier das hier, kostet halt auch 5 Ausrüstungspunkte, dann könnte ich halt mit denen voll wegflitzen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mit dem Wächter-Zombie einfach vor denen weglaufen. Eine relativ lange Zeit. Das wäre halt auch teilweise gut, wenn sie sich nicht gut organisieren können oder halt, naja, kommt drauf an. Es wäre eine nette Kombi oder eine lustige, sagen wir es mal so. Und sie könnten von mir auch allgemein nicht mehr so einfach weglaufen. Oh, die haben Sam und einen Tyrone. Ach, das ist ja auch schon wieder nervig. Das ist ja auch schon wieder nervig. Ich halte viele schöne Abenteuer für euch bereit. Tod, Zerstörung, Krankheit. All das Schöne, was die moderne Zeit uns bietet. Und ich will definitiv das hier noch drauf haben. Wäre das etwas, was ihr braucht? Würde ich es euch dann sagen? Er spürt keinen Schmerz. Die perfekte Maschine. Der Stift des Schicksals schreibt dir eine letzte Zeit. Ich glaube, die haben ein Problem. Daneben.
Machen wir mal Happy Happy. Okay, ist schade, sie haben was geschafft. Sie haben etwas erreicht in ihrem Leben, das ist schlecht für mich. So. Ich habe den schon genügend Zeit abgeschlossen, abgenommen. Wo ist der Schlüssel? Wie auch immer. Für eure Lieben ist es besser, wenn ihr hier nicht rauskommt. Ich tue euch einen Gefallen. Das ist keine sehr effiziente Art, euer Leben zu beenden. Aber Befehl ist Befehl. Wieso habe ich schon wieder Knockback bekommen? Durch was denn überhaupt? Sucht, wo das zu gebrauchen ist. Der Spaß geht weiter. Für mich jedenfalls. Alle meine Weichen haben mich. Ich hatte nicht erwartet, so bald so erfolgreich zu sein. Wir wollten euch damit nur ärgern, wisst ihr? Wir hätten nicht gedacht, dass ihr sie fliegt. Ja, schon der. Okay. Naja. Moin, das ist Flo. Was geht, Flo? Bravo. Lasst uns sehen, wie weit ihr noch kommt. Kann ich? Ah, dieser Raum ist so Cancer, ne? Das ist General Mampfig. Dieser Raum ist echt Cancer. Und hi, Alina. Packen wir den mal noch hier hin. Manchmal ist es einfacher, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ihr versteht schon. Das geht vorüber. Alles geht irgendwann vorüber. Spürt keinen Schmerz. Perfekte Maschine für den Job. Ich will den anderen steuern, den da. Wodurch habe ich jetzt schon wieder Knockback bekommen? Das ist ein Zombie. Ein gefährlicher. Manchmal ist es einfacher, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ihr versteht schon. Eine brutale Waffe für ein brutales Spiel. Ja, man kann hier nichts machen an der Stelle.
Mein G geht auch nicht. Shit, die Bäcker ist da hinten. Mehr Spaß und coole Freunde für euch. Was macht die denn schon hier? Das ist keine sehr effiziente Art, euer Leben zu beenden. Aber hä? Hä? Ich bin genau auf sie draufgesprungen. Scheiß Buggy Mist, ey. Kann auch keiner ahnen, dass das nicht funktioniert, wenn die da gerade in ihrer komischen Ultimate-Phase oder komischen Phase ist. Das ist ein Bug. Das ist doch ein Bug. Bin genau auf sie draufgesprungen. Das soll ja so nicht sein, meiner Meinung nach. Wenn das kein Bug ist, weiß ich auch nicht. Perfekte Maschine für den Job. Ich habe wieder keine Punkte mehr. Oh, fuck my life. Das ist keine sehr effiziente Art, euer Leben zu beenden. Aber natürlich ist es schön. Da waren gerade schon wieder so viele Sachen, wo ich mir denke, what the fuck. Du kannst also nicht auf die drauf springen, während die da hockt. Hä? Ihr kämpft weiter. Macht Sinn und für mich. Die Verderbtheit des Spiels geht tiefer. Das ist gut für mich. Egal, wie es endet. Kann er jetzt mal. Ich hab das doch die ganze Zeit schon wieder gedrückt. Kann ich schon wieder nichts machen. Wir haben irgendwoher schon wieder ein Elektroschockgerät bekommen. Ich will schon gar nicht mehr wissen, woher. Ich will schon gar nicht wissen, wo die das schon wieder her haben. Berserker, okay. Wieso hält er nichts aus? Hier kommt Trenchy. Konnte nicht drauflaufen. Vielleicht kann ich ihn später nochmal holen. Ah klar, Raketenwerfer. Ja okay, da kann ich nichts mehr machen. Die Runde ist verloren. Wenn die mit dem Raketenwerfer daherkommen, kann ich nichts machen. Ich bewundere, mit welcher Hingabe ihr Sachen kaputt macht. Aber es ist hoffnungslos. Gebt auf. Manchmal ist es einfacher, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ihr versteht schon. Ich glaube, die andere kommt gleich wieder. Okay.
Seht euch an, wie gut es euch geht. Eine Chance habe ich noch, euch zu töten. Kein Mitleid, keine Reue, nur eine Waffe aus Fleisch. Gut gemacht, Daniel. Vielen Dank, Daniel. Ganz toll gespielt. Bullshit. Zahnräder rotieren, die Käfigstangen fügen sich zusammen. Es naht der Moment ohne Wiederkehr. Keine Ahnung, was wohl das gewesen wäre. Danke. Hängen geblieben. Ach. Ich würde sagen, wir spielen gleich House Survivor. Killer macht keinen Fun. Wenn ihr entkommt, finde ich euch. Und ich will auch die Jacke, die der Sam hat. Ich will die auch haben. Infiziert die Welt und die Menschheit verreckt. Habe ich irgendwas Neues bekommen? Aufrüstungslimit erhöht. Freiheit, meine Freunde. Hm. Naja. Okay, ich glaube, ich spiele auch lieber Survivor. Killer macht einfach keinen Bock. So, ich wechsle kurz die Download-Region auf Deutschland. Denn Killer Games findet man ja ganz gut und dann sind die Masterminds vielleicht nicht ganz so hoch. Mal gucken. Ich denke, die meisten Masterminds spielen eher Richtung UK London. Also mal gucken. Spielen. So. Sekunde kurz. Vielleicht haben wir auch ein paar Mitspieler, habe ich gehört. Mal gucken. Hat wer Mitspieler gesagt? Hast du das? Du hast es nicht. Jo, mein Mensch ist eh so gut für verloren. Keine Sorge, ich warte. Hast du das Spiel auch geholt? Nee, oder? Hä, seit wann? Mein Bankkonto hasst diesen Trick. Wait, what? Wait, what? Lol, du hast es auch? Hä? Seit wann hast du es dir denn geholt? Ja, lol. Das, es nennt sich PayPal. Ich habe nicht gesagt, wie. Ich habe gesagt, seit wann. Ja, geil. Muss mal kurz gucken. Heute Morgen. Hast du dann schon gezockt? Oder kennst du dich schon ein bisschen aus? Hast du dich schon ein bisschen eingefunden? Bin schon Level 15. Okay, da hast du ja schon doch einiges gesucht. Ne? Lol. Nein. Das ist natürlich toll mit Spitznamen hier. Ich merk schon. Kannst inviten. Wo haben wir denn die?
Warum bekomme ich bei mir den Spitznamen von dir angezeigt? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Oder was? Bin verwirrt. Guck mal gerade, ob Raupi schon in der Runde ist. Oh ja, der ist schon in der Runde. Die Runde sieht aus, als wäre sie bald vorbei. So wie die gerade aussieht für ihn. Ah. Achso, der ist noch weitergekommen. Okay. Dann doch nicht. Der geht leider schlafen. Der geht leider schlafen nach der Runde. Ja gut. Immer diese Leute, die schlafen gehen. Geht aber gar nicht. Was ist dieses Schlaf, von dem alle immer reden? Kenn ich nie. Das kenne ich nie. Bitte nicht anschreiben, ich gebe mein Bestes. Boah, was ist das denn für eine da hinten? Oder einer? Wen spielst denn du? Was ist denn dein Charakter, den du spielst? Hast du schon Lieblingscharakter gefunden soweit? Und keine Sorge, du hast natürlich die Noob-Dingens oder so. Bäcker. Bäcker hast du. Okay, ja, passt. Die ist eh ganz gut. Hast ja gerade gesehen, was die mit ihrem Raketenlauncher da machen konnte. Wenn die Ultimate aktiviert, hat die unendlich Ammo und dann haut die einfach ein paar Mal mit dem Raketenlauncher da auf dieses auf den Chor drauf und dann ist sie hinüber. Das ist echt toll. Das ist, Die wollte ich auch noch ein bisschen leveln irgendwann mal. Uff. Die Suche dauert schon wieder erstaunlich lange. Hab bisher noch keinen Launcher gefunden. Einmal eine Elektrogun, aber das war's dann auch. Ja, ist ein bisschen Glückssache. Aber ich habe das Gefühl, in dem einen Stage kriegst du es andauernd. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Gefühlt jedes Mal. Und die Jill hat ja einen Rocket Launcher als Ultimate. Das ist halt auch heftig. Die haut halt dann auch nochmal rauf. Die haut auch gut rein. Alina, ist dann eigentlich auch Euphemia bei dir da? Weil du meintest ja vorhin, du hast einen Sternenschauer. Eigentlich dann ja, ne? Müsste eigentlich da sein. Offering something. Aber die Elektrogun ist auch super nervig, finde ich. Ich finde die aber ein bisschen merkwürdig zu bedienen mit dem irgendwie gedrückt halten Dingens da, damit die dann ordentlich schockt. Finde ich irgendwie ein bisschen verwirrend, wie das gelöst ist, aber gut. Ich glaube, der Mastermind ist not ready for this. Stufe 24 Spencer. Na, das kann ja lustig werden. Na, das kann ja lustig werden. Ich überlege, wie ich gegen den Spencer vorgehe, ob ich mir da was gegen Kameras hole. I don't know. Ihr Blut dürfte wohl kaum der Schlüssel zum Verständnis dieses Virus sein. Aber wir fahren dennoch fort. Wenn du meine Freunde bedrohst, bist du erledigt. Ich
Wir sollten auf jeden Fall nicht übermäßig gruppiert rumlungern hier. Weil ansonsten schießt er uns einmal ab und dann haben wir ein Problem. Der ist tot. Jetzt hole ich sie mir. Das hätte jeder finden. Wir haben zwei Stück schon gefunden. Vermutlich eins vielleicht noch schon unten. Ich guck mal lieber unten. Ja, das habe ich erwartet, dass er das machen würde. Eine hirnlose Kreatur wird von mir mit Zweck erfüllt. Ja, wir haben alle Schlüssel, nice. Glauben Sie nicht, dies geschehe gegen meinen Willen. Ich will, dass Sie länger leiden. Oh, ich habe so viel grünes Kraut, ganz ehrlich. Sehen wir uns das mal an. Kann sein, dass er ihn einfach weggemoved hat von uns. Ich glaube, der bewegt ihn gerade irgendwo hin. Vermutlich, oder? Ja, nice. Hallo, nehmen Sie die Karte. Wir haben heute noch viel zu tun. Nein, die will ich nicht. Habe ich die Karte? Ja. Ich mag es nicht, ständig beobachtet zu werden. Der hat auf jeden Fall was, dass es länger dauert. Definitiv. Sehr schön. Schaffen Sie auch Nummer 2? Hier hinten war auch mal irgendeins noch in so einer komischen Ecke, irgendwo in einem Raum. Das war nicht hier, das war irgendwo anders in der Ecke. Ja. Das ist noch ein komischer Clown hinter uns. Sind Sie mit sich zufrieden?
Ja, genau, das da hinten ist das in der Ecke. Genau, das meinte ich. Das habe ich vorhin schon gesehen. Kann das mal weggehen? Dauert ja Jahrzehnte. Jetzt hole ich sie mir. Ja, nice. Zeit zu gehen. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Außer in ihrem Fall. Komm schon, Jill, was machst du denn? Ich kann mal ein paar Heilkräuter oder so hinlegen. Ich glaube, ich habe viel zu viele. Ich kann die dann mal bei der Kiste irgendwo hinlegen, in der Nähe. Falls jemand da was braucht. Sie haben noch nicht genug Angst. Vielleicht kann ich Ihrer Furcht ja im nächsten Bereich etwas nachhelfen. Hier muss es doch was Nützliches geben. Dort oben. Ich werde sie eigenhändig ausweiten. Kann ich mal mein Dashboard einsetzen? Nämlich nicht. Ich hab ein Problem, Leute. Der ist ohne euch wieder runtergefahren gerade. Das ist ein echtes Problem. Ich hoffe, jemand hat eine Granate oder so. Wie hat der die denn platziert? Hä? Der Atem beschleunigt sich. Uff. Das Virus regt sich. Bin nicht durchgelaufen. Andere Kreaturen profitieren von meiner Kontrolle. Gehen wir. Hat den anderen jemand mal hochgehalten? Oh, shit. Wieso halt denn den anderen keiner? Bin mir irgendwie ziemlich beschäftigt. Wieso ist hier keiner mehr außer uns beiden? Ich verstehe gerade nicht, was abgeht. Wo kommt der denn her? Wieso sind nur noch wir beide hier? Ich verstehe nichts mehr. Ich kann zu zweit nichts machen. Noch die daraus gewonnenen Daten. Mach dich klar.
Aua. Wer kam denn jetzt auf die Idee? Wo müssen wir hin? Ich glaube irgendwo oben. Aua. Was war das denn jetzt? Ich fühle mich nicht so. Und huch. Cyber Debbie, oh Gott. Bin gerade ein bisschen konzentriert. Danke für den Host. Oh Gott. Hi. So, wir müssen, glaube ich, eins runter, wa? Wieso gehen wir nicht runter? Das ist nicht hier. Das ist hier unten. Ja. Oh shit. Ich habe keine Granaten. Dankeschön für den Raid. Wir sind gerade ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation. Entschuldigung. Da ist eine Handgranate gespawnt. Die würde ich echt gerne aufnehmen, aber ich glaube, das wird schwierig. Ja. Katzenparty! Alles Gute, kill du erstmal die Zombies. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Oh, danke schön. Drop die Ult für mich, danke schön. Das gefällt mir. Die anderen sollten auch hierher kommen, sonst haben wir, gleich, glaube ich, gleich wieder dasselbe Problem. Minecraft Crunch. Hau gleich den Follow raus. Ach, dieser Scheiß. Komm gleich. So, jetzt. Dankeschön für den Follow. Willkommen im Hamsternest. Ich bin gerade überfordert. Mit der Gesamtsituation. Aber Dankeschön. Schlimmer als jeder Katzenkampf. Ja. Ja, mein Kanin. Also irgendwie die Säure-Dingens ist echt nervig. Hab ich das schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, was da die ganze Zeit um die Ohren fliegt, aber es ist echt nicht gut. Der hat auf jeden Fall auch was drin, dass man die Teile länger zerschlagen muss. Der hat so ein Bild, denke ich. So. Ich glaube, ja, nach oben. Ein Moment. Shortcut auf die 3. Man darf gegen den nicht in Gruppen auftreten, oder wird's? Sobald du da eine Gruppe machst. Dann schießt ihr euch beide ab oder so. Solange uns nicht alle abschießt, ist alles gut. Warte, wo geht's? Eine Anspielung auf irgendeinen Command bei Cyber Debbie. Hinter mir ist gleich wieder eine Falle, ich hasse mein Leben.
lauf selber auch nochmal rein und noch das drauf. Ja, der kann uns halt viel zu viel Zeit stehlen. Ich weiß auch nicht, was die Jill da hinten macht. Ja, das war's. Vergiss es. Ja. Der kann einfach viel zu viel Zeit stehlen. Einfach nur, indem er uns hier abschießt. So, jetzt. Entschuldigung, wenn du gegen Spencer spielst, kannst du es vergessen, dass du auf dem Chat achtest. Wir sind so weit gekommen. Ich weiß nicht, was zum Schluss immer abging schon wieder. Ich hätte, glaube ich, nicht mal auf eine Schusswaffe gehen sollen. Ich hätte einfach Granaten kaufen sollen. Das hätte ich machen sollen. So, noch eine Quest. Einmal noch Rang B und dann passt das. Die Jill war auch mega useless. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat. Das einzige Mal, als ich sie irgendwo gesehen habe, stand sie da hinten und ist so rumgelaufen hin und her. Die hat noch gefühlt nicht mal ihre Ult aktiviert. Und hätte mit der Ult einfach eigentlich Ult aktivieren und auf das Ding ballern, oder nicht? Warum hat sie das nicht gemacht? Ich verstehe Dinge nicht. Ich verstehe Dinge nicht. Das Spiel wird mich auch hart stressen. Ich bin es bei dem Spiel tatsächlich gewohnt, mit einem sehr leeren Chat zu spielen. Der Chat ist meistens, wenn ich das Spiel spiele, sehr leer. So, was haben wir denn alles geschrieben, ey? Katzenparty Raid, ja. Das war gerade auch eine Zombie-Party. Zombie-Katzen-Party. Ah, gibt auch Hunde. Wieso gibt es keine Katzen-Zombies? Let's go. Das wär's. Chill war die ganze Zeit am Aufzug fahren. Warum? Hat die irgendwie Spaß am Aufzug fahren oder so? Genau, das ist halt immer der Grund, warum ich am liebsten halt mit einer vollen Truppe am liebsten spielen möchte. Warum fährt die denn die ganze Zeit Aufzug? Hat die da Spaß dran oder was geht ab? Pff, Stufe 49 Daniel. Und ich dachte, das wären vielleicht chillige Runden, aber ich glaube irgendwie, das kann ich mir heute abschminken. Hey Kumpel, alter Schluckspecht. Worüber freut der Typ sich so? Ja, Jill ist die Survivorin da. Wie heißt du? Sage Falle incoming. Ich habe Dutzende Hunderte getötet und soll jetzt neuartige Schlösser erstellen. Mein Leben. Wenn sie endlich. Da unten ist auf jeden Fall ein Key. Hier habe ich auch einen gefunden. Wäre das etwas, was ihr braucht, würde ich es euch dann sagen. Er spürt keinen Schmerz. Und hier ist auch noch einer. Ich glaube, der hat Anti-Stun. Zumindest konnte er mich gerade ziemlich nice grabben hier. Der Arsch. Du Arsch. Keine Falle hier. Huh. Ja, dann haben wir ja alles. Scheiße Infektion! Ich hasse die Infektion, habe ich das schon mal gesagt? Sucht, wo das zu gebrauchen ist. Der Spaß geht weiter. Sie haben mir mindestens viermal mit dem Aufzug blockiert? Wow.
versteht schon. Hä? Wie konnte der gerade an ihr vorbeigehen? So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen erfolgreichen, wunderbaren Killt die Zombies-Folge. Ja, dankeschön. Viele lieben Dank. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Danke für den Raid, auch wenn ich überfordert bin. Er spürt keinen Ah ja, guck mal, wen wir da haben. Er läuft weg davon, von uns. Schieß auf den Kopf! Hey Kalle, was geht? Oh, Vorsicht, sie lernen Schlüsselkarten in Schlitze zu schieben. Ich bin so stolz. Das ist schon sehr putzig. Schieß drauf. Nice. Okay. War hier nicht irgendwo ein Safe Room? Oh. Ja, ich kümmere mich mal weiter um die Kartenlesegeräte, wa? Jill legt sich währenddessen mit dem Mr. X an. Oh toll, hat sie ja super hinbekommen. Vom vielen Zuschauen kann ich nicht mehr sitzen. Ich hoffe, ihr wisst mein Leiden zu schätzen. Campt er bei euch? Ich hab doch irgendwo... Hatte ich nicht ein Erste-Hilfe-Kit? Nee. Guck mal in der Zwischenzeit, wo das letzte Dingens hier ist. Was ist denn das? Hä? Ich sehe wieder nichts. Ah, toll. Ja, das ist also passiert in der Zwischenzeit, wo ich toll geblendet war. Ich sehe schon. Ich glaube, da ist das letzte Blendegerät drin. Shit. Ja. Scheiße, verpissen wir uns! So viele von euch übrig? Mehr essen für die Untoten hier. Wir haben sie hungern lassen. Nicht viel, habt eine Frage zu Green Hell oder wie das heißt. Kann man das zu dritt spielen? Bestimmt. Keine Ahnung, wie viele da mitspielen können insgesamt, aber ich glaube schon, dass das zu dritt geht. Würde ich jetzt schon sagen. Keine Ahnung, wie viele da insgesamt auf so ein Game draufpassen, aber ja. Würde schon sagen. Ich würde es aber lieber nochmal nachgoogeln. Aber, ja doch, ich glaube es ist vier, bis zu vier Plätze ging es, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es waren bis zu vier Plätze. Den hier schon wieder ab. Schieß doch! Blendgranate. Na dann. Wollen wir mal höher? Da oben. Ich glaube, ich werfe da gleich dann eine Granate hin. Oder ist da einer? Ah. Ah. Hinter uns.
Hinter uns spawnen da gerade ganz viele tolle Sachen. Er spürt keinen Schmerz. Die perfekte Maschine für den Job. Ich fühle mich echt mies. So. Jetzt wird wieder auf das Körnchen gedrückt. Scheiß drauf, ich zieh zu. Ich habe immer noch meine Granaten. Die Zahnräder rotieren, die Käfigstangen fügen sich zusammen. Es naht ohne Wiederkehr. Na, ich habe ein Problem. Das war gut gespielt. Kann jemand nach unten fahren? Ah, wobei. Muss ja nicht mal. Oh, shit. Ja, jetzt haben wir verkackt, weil wir alle down gehen. Oh, lol. Ich glaube, das ist ein bisschen, Geht es dir gut? Shit. Nein, wohl nicht. Funktionieren meine Kameras? Euch wird die Zeit Nein, nicht nach oben. Aber ihr scheint euch gar keine Mühe zu geben. Shit. Ist der Typ nach oben gefallen? Nein. Heute wird keine Geschichte gemacht. Revolution entsteht nicht. Der letzte ist gerade mit down gegangen. Sondern durch Opfer. Shit. Haben wir noch jemanden, der das gerade spielt? Nope. Dann müssen wir uns mit einem Random zufrieden geben. Habe im Internet dazu nichts gefunden. Ich glaube, ich konnte bei jemandem beitreten, die wohl schon zu zweit waren. Also würde ich sagen, das geht. Von dem her würde ich sagen, das geht schon. Ach man. Ich hätte die Blenker nannte shortcutten sollen. Aber selbst das hat uns nicht viel gebracht, weil wir ziemlich isoliert da waren auf der Map. Das war echt uncool. Stufe 6, Daniel. Das sollte besser funktionieren. Das sollte eigentlich gehen. Schauen wir mal. Ich halte viele schöne Abenteuer. Immer im letzten Bereich. Ja. Da ist dann wenigstens nicht so schlimm. Ich meine, man kriegt ja trotzdem gut Punkte. Ist nerviger in den ersten Bereichen irgendwie down zu gehen, finde ich. Ich trete in den Arm. Das ist keine sehr effiziente Art. Also der kann noch gestunt werden, so viel sage ich euch. Der kann auch richtig schön gestunt werden. Und eine Granate, die nehme ich. Haben wir hier noch einen? Nee. Voll reingelaufen. Der hat sie doch schon sogar gezündet. Das hättest du hören können. Oh nein, ich hasse es, wenn ich aus Versehen Muni mitnehme. Toll, eine ist gleich wieder disconnected. Warum? Hier ist so ein Arm. Sucht, wo das zu gebrauchen ist. Der Spaß geht weiter. Für mich jedenfalls. Hier ist auch noch was, oder? Ne. Das ist ein Safe Room. Da musst du nicht rein. Keinen Schmerz. Die perfekte Maschine.
Ja, das könnte ein Schlüssel sein. Er hat vermutlich den hier auch schon vorbereitet. Ja. Auf euch wartet noch mehr Spaß. Vielleicht. Habt ihr das Ding? Ja. Im Dauerstun gegen mich. Der hat richtig verschissen. Ich muss weg. Bin bereit. Ja, da drin ist der Typ. Der denkt wohl, wir sind blöd. Ihr habt Yorick getötet. Komischer Name für eine Wache. Vielleicht ist an einem Kartenleser eine Sprengfalle. Vielleicht nicht. Haben wir da auch noch welche gehabt? Ja. Oh. Bleib so. Sorry, hab ich nicht gesehen. Und sag laut. Verdammte Scheiße! Das verdammte Scheiße! Schön. So. Kein Wunder, dass die Untoten euch nicht fressen. Was hast denn du angestellt? Was ihr im Schädel habt, kann keinen Sack machen. Du wirst das schon noch lernen. Hast du keine Muni mehr? Manchmal ist es einfacher, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das steht schon. Wieder am Start! Du weißt das, jeder Zombie, den du killst, oder allgemein, dass die Zombies gerne Muni droppen, falls du keine Muni hast. Achso, warte, ich bin dumm. Ich muss das Teil ja hier noch deaktivieren. Ups. Bin schon wieder voll voreilig hier. Bräuchte ich noch irgendein Monster, das ich schlagen könnte, damit ich meine Infektion runterbekomme? Wir haben sie hungern lassen. Ja! Nice. So. Na dann. Sucks to be two with drei Leute, aber und so, ne? Wobei, lieber zu dritt, als mit einer, die gar nichts kann. Und einen nur aufhält, weil sie dann nicht zum Exit kommt oder so. Hatten wir ja auch schon. Sehr gut. Dann bin ich lieber noch zu dritt. Als erwartet. Okay, ich kaufe gleich mal zwei Blendgranaten noch. Könnte auch noch Mollys kaufen. Können wir auch mal zwei nochmal? Oder ein? Dann Schnellzugriff. Zack. Man weiß ja nie. Ah, das ist die Map.
Das war jetzt nicht so clever. Das war jetzt nicht so clever, Leute. Ich klopp der Ball da drauf. Oder hat der den Typen? Fortschritt gemacht. Aber nur ein bisschen. Hey Kumpel, was geht? Hast du Bock auf mich? Ne, der will mich gar nicht. So. Hier gebe ich mal aufs Maul. Wo ist denn der nächste? Ach, hier hinten gleich. Nice. Sehr easy. Kommt er wieder hoch? Oh, er kommt wieder hoch. Nein! Ach, scheiß Infektion! Lauf doch! Oh ne. Das war irgendwie zu erwarten. Dass er so einen Müll machen würde. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Und noch eine Handgranate. Wie viele Handgranaten gibt es denn hier noch? Das ist keine sehr effiziente Art, euer Leben zu beenden. Ich hab doch gedasht. Danke. Da komme ich nicht rüber, sorry. Sie müssen nicht so einfach gerade. Er spürt keinen Schmerz. Die perfekte Maschine für den Job. Und nochmal gegrabt. Wenn du fort bist, gibt es für deine Leiche keine Ruhe. Alle meine Weichen haben dich hergeführt. Er vergeudet trotzdem seine Zeit. Oder? Danke dir. Das ist keine sehr effiziente Art, euer Leben zu beenden. Aber Befehl ist Befehl. Hä? Ich habe noch eine Granate. Ich glaube, der baut da hinten auf jeden Fall gerade eine Armee auf. Da haue ich dann definitiv die Granate rüber. Manchmal ist es einfacher, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ihr versteht schon. Er baut keine Armee interessanterweise auf. Aua. Das war eine Special Card. Seht ihr, wozu ihr mich gezwungen habt? Egal. Es werden noch viele weitere Blutlachen folgen. Achtung, der kommt gerade zu dir hoch. Ich habe ein Erste-Hilfe-Set für dich. Fahr wieder runter. Fahr runter. Oh, Gott sei Dank. So. Okay, nice. Wir können raus. Easy. Oh, Arschloch.
deine Gegner? Wo deine Freunde? Das war nervig. Gruppen-K.O. Ich glaube, wir hätten einfach weglaufen sollen. In eine andere Richtung. Und den scheiß Fahrstuhl nicht betätigen. Einfach laufen. Kämpfen kannst du gegen den eh schon gar nicht. Oh, ich habe eine Bonustruhe. Ja, die öffnen wir gleich mal, würde ich sagen. Neue Bonustruhe. Ich muss mal ganz kurz euch aus dem Team werfen. Das tut mir ganz, ganz furchtbar leid. Aber die muss ich mir gönnen. Ich sage immer Bonustruhe. Das heißt Extra-Truhe, Maser. Emoji 07. Toll. Danke für nichts. Basically, also. Cool. Hey, ich habe alle Survivor-Perks, oder? Erhöht erheblich den erheblich den Schaden gegen Türen. Und erhöht die Kraft von Nahkampfangriffen erheblich. Ah ja. Okay, alle Survivor-Perks werden am Stissel. Das finde ich ganz gut eigentlich. Das MG hat mich einmal in unter einer Sekunde zerlegt. Das MG. Meinst du die... Was meinst du von ihm? Die... Na, wie heißt das? Das Maschinengewehr. Achso, MG, Maschinengewehr. Ja, macht Sinn. Ja, Maschinengewehr ist heftig, wenn es dich gut trifft, aber ist auch relativ chillig auszuweichen manchmal. Kommt drauf an, was du für einen Charakter spielst. Ich könnte theoretisch auch mehr auf ein Tank-Build gehen. Theoretisch. Wenn ich gerade da hocke, kannst du ja nochmal E drücken, dann hörst du ja auf. Oder? Aber das mit dem Hocken ist gemein. Ist eine Animation. Hm. Lol. Seid ihr noch alle drin? Ich habe Angst, dass ihr alle nicht mehr da seid auf einmal. Irgendjemand ist rausgeflogen. Ich gehe mal kurz hier raus und starte nochmal eine neue Suche. Ich traue mich nicht. Nicht, dass jemand von uns rausgeflogen ist. Jo, alles gut. Hm. Okay, jetzt ist definitiv was buggy gewesen. Jetzt ist definitiv jemand rausgeflogen. Ihr seid alle rausgeflogen gerade. Weird. Kommt mir vor wie die Lobbybugs von DVD früher. Nur, dass es hier wenigstens schneller geht. Und bei DVD musst du immer so lange die Animationen und so noch angucken oder so Zeug. Irgendwie war es weird. Lobby full, lul. Ja, gönn dir, Flo. Lobby full. Seh ich. Hm. Das seh ich. Ich muss mal mein Bild noch irgendwann überarbeiten und vielleicht andere Sachen noch mitnehmen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich da genau machen möchte.
Gott. Sie dürfen nicht überleben. Das fördert die Arbeit. Sie kann ja mal versuchen, mich fertig zu machen. Sie hat das Licht noch nicht ausgemacht. Das war knapp. Der Typ hat offenbar da oben geguckt und nichts gefunden. Soll ich vielleicht? Wieder Soma. Hatten wir den vorhin schon? Ist das nicht auch... Der Name kommt mir so bekannt vor, ich weiß nicht warum. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Ich brauche ein Repair Kit. Dringend ein Repair Kit. Machen Sie Ihren Frieden. Ich schaff das. Ich muss sicherstellen, dass die anderen nicht so leicht zugänglich sind. Ja, im Sinne von was? Ich kann gerade nicht folgen. Auf welches Jahr? Ich habe mehrere Fragen gestellt, weil ich doof bin. Ich hab noch Granaten. Verschlossen wie mein Herz. Alter. Aber sie sind noch lange nicht in Sicherheit. Das übernehme ich selbst. Also, ich weiß nicht, was du da machst, aber es sieht sehr merkwürdig aus. Besten
getroffen! Woher wissen Sie, dass das nicht von Anfang an mein Plan war? Das nehme ich! Alex und ihr Spielzeug! Das war ruhig! Hilf mir, das zu beenden! Akzeptieren Sie es! Na super. Oh shit. Na, hoffentlich werden die anderen wieder belebt. Weil ich hier gerade krepiere. Hoffentlich werden die anderen wieder belebt. Ich glaube mal schon, ja. Okay, gut. Dann lauf mal. Aber notwendig. Ob wir den vorher schon hatten. Okay. Na dann. Dass Sie so weit gekommen sind. Ich werde meine Strategie überdenken. Bin schon so wieder so dumm gewesen. Ich brauche irgendwoher eigentlich nochmal ein Repair-Kit. Vielleicht kann ich was finden. Ich wollte mir auch Granaten kaufen, falls der Typ da wieder kommt. Das war meine Fackel. Genau das habe ich befürchtet. Oh fuck, wo kommt der denn her? Ich bin der Einzige mit einer Blankgranate. Ja. Ich habe alles, was ich zum Erfolg brauche. Ich hasse es, dass er mich killt. Nicht aber andere, wenn die gekillt werden würden, könnte ich einfach eine Blankgranate werfen. Ich geh dann wieder. Der Typ hätte einfach nicht rausgehen sollen. Okay, jetzt. Ich
laggt hier auch wie scheiße. Ja Leute, ich brauche hier Hilfe, ansonsten wird das nicht. Ignoriert das, geht weiter. Lauf doch weg, ey. Nichts mehr. Shit. Dankeschön. Verstehen Sie nicht? Wenn Sie gehen, wird das Virus in Ihnen freigesetzt. Das passiert jedem Mal. Mir zwar selten, aber es kommt vor. Sehr nett von dir. Ich kann Kung Fu. Tod. Keine Money.
Gott sei Dank alle sind hier. Boah. Und raus. Puh. War mir nicht sicher, ob es alle überhaupt hierher schaffen. Mr. X kann zwar nichts, wenn man im Ausgang steht, aber der William kann voll weghauen. Holy shit, ja, Alter. Mich wundert es, dass wir das noch gewonnen haben. Es sah teilweise so frustriert schlecht aus gerade. Oh. Ja, die Licker. Die Licker sind schlecht gegen Nahkampf. Wenn man da mit Nahkampf draufkloppt, ist es relativ stark. Oder halt eine Bombe reinwirft. Dafür habt ihr ja mich. Aber ja, die Licker sind echt nervig. Für die meisten. Ja. King D kannst du nur mit Nahkampf was machen. Ein paar Mal mit meinem Dash dagegen und draufkloppen. Basically. Boah. Ja, die Runde war auch wieder sehr. Hui. Und der Hund auf der Treppe ist an mir vorbeigesprungen und hat mich in der Luft gedownt. What? Ja, das klingt sehr toll. Muss mal mein Bild irgendwie überarbeiten. Ich weiß noch nicht wie. Ich will ein paar Sachen ändern. Der ist auf dich gesprungen und hat mich umgeworfen. Oh, super. Ja, gegen die Massenräume, wo so viele Zombies drin sind, kannst du eigentlich nur mit Granaten arbeiten. Oder wenn er halt dann wieder, wenn dann hier der William wieder abgeht und einen grabbt, dann musst du auch irgendwie einen Flashbang gegenwerfen oder einen Molotow oder sowas. Weil ansonsten bringst du den da nicht raus, dann stirbt der eine halt. Und ich war gerade irgendwie gefühlt der Einzige, der sowas dabei hatte. Und dann hat er natürlich mich gegrabt. Von all den Leuten. Alex, Stufe 10. Alex ist immer so die Sache. Zum Überleben wirst du mehr brauchen als nur deine Kraft. Du wirst sterben. So ein Laborfuzzi macht mich nicht platt. Ah, die Map. Geh rechts. Ja, ich muss sie eintreten. Also. Ein Schlüssel für den Weg zu weiteren Gefahren. Habe ich nicht gesehen, sorry. Nein, ach, ich hasse Munition. Gibt mich schlimmer, dass das Muni. Es gibt kein Entkommen für euch. Erstaunlich, dass ihr das jetzt erst gefunden habt. Das war doch leicht. Oh, das ist ein Repair-Kit, das brauche ich. Wird er gerade wer gegrabt ohne meine Anwesenheit? Nee. Sagt, das ist blaues Kraut. Ja, ist es. Sag mal, kann die auch mal Zombies spawnen? Wieso hat das so lange gedauert? Ich glaube, die spawnen keine Zombies. Mach das nochmal. Du schaffst das. Weiter. Versteckenspielen ist ja noch viel spannender, wenn man mit Untoten spielt, nicht wahr? Halt dich an mich. Wow, du bist unglaublich.
enttäuscht gewesen, wenn du nicht bis hierher gekommen wärst. Vielleicht kann ich was finden. Shit. Aber wir haben Zeit bekommen. Ja, ich hätte sie wegschießen lassen sollen. Das war dumm. Habe ich schon mal gesagt, was ich besonders hasse an dem Spiel? Und das ist Infektion. Was geht denn hier schon wieder ab? Diese Hoffnung wird eure Angst später verstärken. Ich kann das Infektionsspray hier mal gebrauchen. Genau in der Sekunde, wo ich es blocken wollte. Ich vernichte euch. Enttäuschung könnte die Effizienz des Virus beeinflussen. Wie fühlt ihr euch? Passiert jedem Mal. Mir zwar selbst, aber es kommt vor. Hat jemand Molotow zufällig, den er drauf hat? Danke. Alter, ich back halt gefühlt nur noch rum gerade. Ja, mehr können wir gerade eh nicht machen, außer warten. Da. Also mehr Mollys habe ich aber nicht für dich, das wollte ich dir noch jetzt mal sagen noch. Das Vieh ist gleich tot. Ja. Na dann. Das lernst du auch noch. Sie angehört, als hätte sie noch eine Falle platziert, oder?
Scheiße. Oh, die habe ich nicht gesehen. Shit. Die habe ich nicht gesehen. Upsies. Schicker Schleimer in deiner Hose, Jill. Steht dir gut. Mal gucken, ob irgendjemand Desinfektionsspray hat. Aber noch kein deutlicher Adrenalinanstieg. Ich nicht. Ich glaube, keiner hat sowas. Dann kaufe ich mal was. Woher habe ich die zwei Munition schon wieder in meinem Inventar? Das geht ja mal gar nicht. Immer diese Wasted Space. Huch, was ist das denn? Oh, blaues Cloud. Nice. Das nehme ich sehr gerne. Okay. Die macht ja erstmal den Übungen. Let's go. Alles klar, Flo, weiß ich Bescheid. Hä, was soll das denn? So leicht. Oh, da hinten. Wieso sehe ich die Teile hier nicht? Oh, da ist noch eins. Mal gucken, ob jemand anderes reinläuft. Hä? Ich bin gar nicht reingelaufen, ich schwör. Ich konnte nur das Ding da hier nicht drücken. Die anderen gehen den schlaueren Weg, habe ich den Eindruck. Aber ich gehe den nachhaltigeren Weg. Oh, hier geht. Drüben geht ja eh schon die Party ab. Da werfe ich, glaube ich, erstmal Molly dann hin. Das Gefühl zu töten. Die Erleichterung. Der ungezügelte Rausch des Blutverlusts. Ja, moin. Was geht? Ah, übertreib doch nicht. Ich hab doch schon längst alles hier abgekillt, was hier war. Da existiert kein Leben mehr. Da leben nur noch Leichen. So. Wo haben wir denn das nächste? War es nicht sogar da drüben? Ah ne, hier drüben. Oder, glaube ich, habe ich schon wieder eine Falle gesehen. In die ich reinlaufen kann. Mir geht's echt nicht gut. Wie viel ist da los? Ah, geht. Das habe ich nicht gesehen. Wenn das alles ist, seid ihr es nicht. Oh, hi. Was geht? Oh, kann jemand Molly schnell drauf? Danke. Wo bin ich? Hilfe. Ja, ich komm dann mal. Lass gehen. Tschüss. Schön, dass du deine Pflanze dahin gewastet hast. So, da hinten ist das nächste. Ich seh nix. Ich hasse Wabbelschrift. Da ist eine Falle beim Eingang. Ja, easy. Wieso kann... Hallo? Geile Nummer, Alter! Geile Nummer habe ich aber auch noch nicht gehört, ey. Was haben wir hier noch? Verstärkungsspray. Ja, das haben wir dringend notwendig. Hey, noch mehr Reparaturteile. Ich habe immer noch zwei Granaten, falls der hier jetzt alles zubombt mit Monstern. Da hat jemand übertrieben da hinten. Achtung. Ja, okay. Geile Nummer, ey, würde ich da mal sagen. Au. Das war auch eine geile Nummer. Ich will auch die Viererbomben haben, die sind echt mies. Oh. Wieder am Start. Toll, der scheiß Hund ist reingelaufen. Okay. Taktisch mit meinem Körper entschärft. Das trifft's auch gut. Aber der Hund hat sich gerade auch nur gedacht. Ey, Falle.
Party! Da ist das Virus. Habt ihr so überlebt? Ich muss es wissen. Nice. Gute Runde. Wie viele Fallen lagen da? Ja, ne? Holy shit, ey. Ein Mitglied hat das Team verlassen. Das finde ich aber nicht so gut. 6. Ist das normal? Die hat... Es gibt so eine Karte, da werden 4 auf einmal oder so platziert. Die werden dann in so einer Raute platziert. Sah auch nach mindestens 20 aus. Also die hat auf jeden Fall die Karte benutzt, womit die mehrere platzieren kann. Da gibt es dann so ein Viererpack oder so. Oder Fünferpack, ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Das sieht ziemlich heftig aus. Bin aber erstmal weg. Ach so, okay, alles klar. Dann danke fürs Mitspielen, ne? Und eine wunderschöne gute Nacht. Uff. Viel Spaß noch beim Sterben. Ja, ja. Ja, ja. Die letzte Runde lief mir ja ganz gut. Bin zuversichtlich. Hoffe, ich war nicht zu schlecht. Nee. Ich hab's kaum mitbekommen. Manchmal hat man einfach komische Runden. Das ist normal. Und ich bin auch noch nicht perfekt. Ich habe jetzt erst 54 Stunden in dem Game. Das ist im Vergleich zu manchen Leuten noch sehr, sehr wenig. Da gibt es definitiv Leute mit mehr Erfahrung. Ich weiß auch nicht bei jeder Situation, was man am besten tun sollte. Bildschirm ist immer noch viel zu hell. Just saying. Und es ist schon wieder so warm hier drin. Wieso ist das immer so, wenn ich Resident Evil zocke? Wieso wird es dann so übertrieben warm in meinem Zimmer? Also entweder bei der... Huch. Hä? Lol. Was ist denn jetzt los? Okay. Flo ist noch da. Na dann. Das war wieder sehr merkwürdig hier. Das habe ich jetzt wieder nicht so ganz verstanden. Aber gut, Spiel, wenn du sagst, dass das so okay. Ja, keine Ahnung. Einmal Bäcker, please. Können wir machen. Ich muss hier sowieso noch üben. Ich bin ja allgemein lieber der Nahkampftyp. Musste das ja noch machen. Willst du noch nicht schlafen? Musstest du doch nicht schlafen gehen? Hast einfach nur aufgehört mitzuspielen und guckst dir noch, oder wie? Ich bin verwirrt. Ja, auf Bäcker habe ich noch nicht so viel. Aber wird eh Zeit, dass ich die noch ein bisschen level. Hey, beim Samuel. Ja, ich hole mir noch was zu trinken und so langsam schlafen. Ja, da ich mich jetzt auch nicht auskenne, was jetzt morgen abgeht und was nicht, denke ich, werde ich halt auch wahrscheinlich demnächst schlafen gehen müssen. Stufe 2, oh Gott. Wenn ich schon Stufe 1 lese und dann bei jemand anderen irgendwas höher als 5, dann bin ich so, uff. Die anderen werden ihnen nicht helfen. Irgendwie klingt sie traurig, oder? Dann mal wegschmeißen. Keine Sau.
Der stand hinter der Tür, den habe ich nicht mal gesehen. Keine Muni mehr, das ist natürlich super. Aber für diese Aufgabe reicht es. Ich habe auch schon wieder gar keine Zeit hier. Für irgendwas. Es ist fast vorbei. Geben Sie nach. Ja, was soll ich machen ohne Muni? Ich kann mir vorstellen, dass das letzte einfach unten ist und wir gerade unnötig warten. Ja. Mal gucken, was Team macht. Wahrscheinlich nicht besonders viel. Hey, sie haben alle Keys. Kribbelt. Irgendwie leckt's hier. Mal wieder. Ja, der Aufgang ist auf. So viele von ihnen leben noch. Also gut. Weiter geht's. Sie mögen der Freiheit etwas näher sein, aber sie werden sie nicht erreichen. Das kann ich nicht zulassen. Ihr Tod wird als weiterer Beweis dienen. Diese Forschung und ihre Nebenprodukte sind einfach zu gefährlich. Damit habe ich gerechnet. Wo kam das her? Da hinten ist er. Machen Sie Ihren Frieden. Haben die das nicht gesehen? Schön, dann töten Sie ihn. Ich wünschte, die anderen würden das checken. Aber ich glaube, die checken das nicht. Ich kann nichts mehr machen, weil ich einfach nur noch, ja. Steht er da hinten? Die anderen checken das nicht. Gut gemacht. Nehmen Sie ruhig die Schlüsselkarte. Ich kann sie immer noch aufhalten. Der Typ leckt irgendwie. Sie haben zwei entriegelt, aber sie sind noch lange nicht in Sicherheit. Oh, ich bin so instinktiv gewesen, ich hab's glaube ich aufgenommen, oder? Keine Munition mehr!
dass das nicht von Anfang an mein Plan war. Das muss ich selbst erledigen. Okay. Hatten wir schon einen Dingens-Zombie? Einen Loot-Zombie? Glaub nicht, ne? Dass sie so weit gekommen sind. Ich werde meine Strategie überdenken. Vielleicht kann ich was finden. Also die leckt auf jeden Fall sehr, die Tante hier. Muss ich nur mal kurz sagen. William, wir müssen diesem schrecklichen Kapitel ein Ende setzen. Sie werden nicht alle zerstören. Alter, leckt das. Das würden Sam haben. Come on.
Nice. Und da werden wir raus. Na, das nenne ich mal meine Bande. Ich habe einfach keine Muni mehr gehabt, ey. Vielleicht hätte ich mir die eine Pistole doch nicht kaufen sollen. Die war doch ein bisschen teuer. Okay, cool. Ja, nice. So, dann würde ich mal sagen. Hat er bestimmt noch 70 Schuss. Ich hatte halt leider gar nichts mehr. Ich muss aber leider auch so langsam aufhören. Leider, leider. Ich kann im Shop jetzt, glaube ich, momentan nichts mehr kaufen, ne? Wir haben alle Survivor-Perks. Mastermind fehlt noch. Aber gut, das, glaube ich, halte ich aus. Vielleicht kaufe ich mir sogar ein paar von denen hier schon. Mastermind ist jetzt nicht meine Top-Prio. Dafür müsste ich auch irgendeinen Mastermind dann auf Stufe 20 bekommen. Gut, das wäre machbar mit Daniel. Mit Daniel wäre das machbar. Mal gucken. So. Aber wie gesagt, da ich nicht weiß, wie jetzt, was morgen abgeht so und ich vermutlich früh raus muss, werde ich auch erstmal schlafen gehen für heute. Und ich sage schon mal danke fürs dabei sein. Und ja, wir sehen uns definitiv morgen wieder, würde ich sagen. Dankeschön, Leute, und bis morgen. Gute Nacht. Ciao, ciao.